Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet. Uns fehlen nur noch zwei Dinge für das nächste Upgrade. Einmal brauchen wir hier die Gubbel. Hallo. Boom. Den hätten wir. So, und jetzt müssen wir ein paar Kreaturen schocken. Und dann abknallen. Da kommst du da wieder nicht hinein. Aber vielleicht rundherum, ja, passt. Easy. Okay, hier haben wir ja sogar vier. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das hier hin. Holen wir sie mal zusammen. Wow, locker, Kumpel. Also funktioniert das mal nicht, ne? Ich verstehe es nicht, ne? Töte vier Kreaturen. Das kannst du auch nicht aufladen. Innerhalb von 3 Sekunden, während sie vom Blitz getroffen werden. Ja, aber da steht, ich soll sie selber schocken. Ich soll sie selber betäube sie. Also ich hätte mal schon gemeint, dass es das ist. Aber okay, wir können auch noch was anderes ausprobieren. Das Problem ist nur, dass wir ja da irgendwie dann die Kreaturen dort brauchen. Und zwar 4 Stück. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwo was haben dafür. Mann, ich will das jetzt nicht googeln müssen extra. Das wäre ja auch eine Möglichkeit so, ja? Aber da brauchen wir halt die 4 Kreaturen dafür. Das funktioniert auch ganz gut, aber... sowas, denke ich mal, könnte gut funktionieren, aber da brauchen wir die 4 Kreaturen dafür. Ohne Kreaturen geht das nicht. Hallo, Kumpel. Oh, interessiert ihn gar nicht. Boom! Wow! Volltreffer. Boah, ich habe gerade echt keinen Plan, wo wir das machen sollen. Ich will kurz mal einen kleinen Cut machen und mir das anschauen, sonst hat das keinen Sinn, weil wenn wir das missverstehen, dann versuchen wir es noch ewig und wird ja doch nichts. Also bis gleich. So, okay, also es ist im Grunde genauso wie mit der Galert-Ding, was war das? Dieser Schleimbatzen halt, es ist halt schwierig. Okay, es geht darum, sie wirklich einfach innerhalb von 3 Sekunden zu killen. Das ist eigentlich das Hauptziel dabei, oder das ist die Hauptschwierigkeit. So. Genau so. Okay. Yo! Alles klar. Das hätten wir mal. Dann schon mal die letzten Upgrades wahrscheinlich, ne?
You can craft an upgrade. Whoa. You are now a senior executive explorer. Congrats! Not many make it to this level, and there are no extra perks. But we asked you to do it, and you did it. Okay. The last set of Kindred brand upgrades has been unlocked. Der Balken da oben war offensichtlich, wie viel wir von der einen Stufe gerade schon erledigt haben, nicht insgesamt. Okay, noch mehr Damage. Das Einzige, was mich jetzt halt noch interessieren würde, war das jetzt, schauen wir uns dann an. Was mich doch interessieren würde, ist das jetzt da der richtige, also war das der gleiche Frosch oder nicht, den wir da unten entdeckt haben? Nein, da ist kein neuer. Also da ist offensichtlich falsch geschrieben worden. Ja. Okay, weil das bitte... Wichtig ist natürlich, wenn man ja da unten erst sein muss, dann bist du ja schon fertig mit dem Hauptspiel, bevor du die letzten Upgrades bekommst. Was natürlich ziemlich blöd ist, aber okay. So passt das natürlich. Mehr Blitze, ja, mehr Betäubung. Das wäre vorher schon gut gewesen, dann hätte das einfacher gemacht. Aber wir haben es hinbekommen. So. Da sind noch immer Sachen, die wir noch nicht haben. Hier bei jeglichen Fallschaden auch. Jo, es ist nur bedingt sinnvoll. Oh, wir haben keine Alien-Legierungen mehr, deshalb können wir jetzt nicht mehr machen momentan. Stampfe weiter und härter. Visier. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt auf die Suche machen nach Alien-Legierungen. Aber erstmal schauen wir hier hinein. Ein neues Video. Refueled. It's finally happened. You did it. Our automated measurements have transmitted the vital information that you have successfully refueled your javelin and could, at any moment, be launching yourself back to Earth. Imagine the delight on the faces of your children and partner, or partners, or parents, or pet, or whatever may be waiting for you. Especially if you've accomplished all of your various tasks. Remember that your bonus and pension are only available if you've completed all of your contractually obligated objectives. Alien-Forschung. Hey, da war doch noch was dazwischen, was gefehlt hat. Was haben wir hier? Expeditionsprotokoll 3. Ich habe meine Untersuchungen der Vegetation des Tals abgeschlossen und den Aufstieg zum Eingang des Turms begonnen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Man kann nur fantasieren, was in dem massiven Turm steckt. Unermessliche Reichtümer und Alienschätze, historische und wissenschaftliche Daten aus Jahrtausenden, eine funktionierende Alien-Toilette, hoffentlich letzteres. Um meine Last beim Klettern so gering wie möglich zu halten, habe ich meinen Helm abgenommen. Ich weiß, du denkst wahrscheinlich, aber Rangor, was ist, wenn die Luft nicht sicher ist? Hast du die richtigen Tests gemacht? Aber keine Sorge, ich bin ein sicherheitsbewusstes, erfahrenes Mitglied der Zuxoloid Space Initiative. Natürlich habe ich die Luft getestet. Naja, irgendwie jedenfalls. Ich habe die Atembarkeit der Luft getestet, die beim Einatmen von Zuxoloid als sauber und sicher eingestuft wurde. Ich kann das nicht aufsprechen. Aber ich habe die Luft nicht auf potenziell schädliche Bakterien getestet. Ich hätte es tun können, aber ich habe diesen Sensor wieder auf dem Schiff gelassen. Und das ist wirklich weit entfernt. Es ist wahrscheinlich in Ordnung. Ich bezweifle, dass ich die in naher Zukunft verhängnisvoll auswirken könnte. Ich habe da so eine Ahnung.
Die gute Nachricht, ich nähere mich weiter der Turmspitze. Ich befinde mich anscheinend in einem völlig neuen Biom voller hochaufragender Pilze und anderer pilzbasierender Organismen. Es ist erstaunlich, dass eine solche Artenvielfalt auf ein und demselben Planeten existiert. Ich frage mich, ob der Turm etwas damit zu tun hat. Die nicht so gute Nachricht, ich fühle mich nicht besonders wohl. Mein Magen fühlt sich aufgebläht an und große Übelkeit setzt ein. Ich hatte einige Probleme, voranzukommen, aber wenn ich regelmäßig Pausen einlege, sollte es in Ordnung sein. Ein paar mögliche Erklärungen kommen mir in den Sinn. Eine Art Post-Kryokater. Es könnte durch die Höhe bedingt sein. Es könnten die seit 2 Jahren abgelaufenen Zoxoloid-Spaghetti sein. Die ich nach der Landung gegessen habe. Sie waren voller Schimmel, aber es war grüner Schimmel. Grüner Schimmel ist der gute Schimmel, oder? Ja. Es könnte daran liegen, dass ich keinen Helm trage und ungeprüfte Luft atme. Aber das bezweifle ich. Teratomo Ende. Teratomo hier. Ich klettere immer noch. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wohin die schlauen Aliens verschwunden sind, die dieses Ding gebaut haben. Ich meine, sie müssen irgendwann verschwunden sein. Weil ich sie sonst mittlerweile gesehen hätte. Wo sind sie alle hin? Gab es eine Art Massenexodus? Und wenn ja, warum sind sie alle so eilig verschwunden? Tatsächlich kommt ein schlimmer Gedanke. Hat etwas sie alle umgebracht? Und ist dieses Etwas immer noch hier? Puh, ich habe gerade wirklich andere Sorgen. Mein Magen ist ein einziges Chaos. Tut mir leid, es so zu sagen, aber ich hatte die letzten 5 Stunden Dünnpfiff. Das war wohl zu direkt. Auf jeden Fall sollte es nicht mehr lange dauern, bis ich die Spitze des Turms erreicht habe. Ich melde mich wieder. Teratomo Ende. Und mehr haben wir dabei nicht. Ah. Okay, und da fehlt uns eben noch was. Aber gut, schön, man sieht das offensichtlich. Oh, ja, okay. Jetzt, was? Hä? Da gibt's noch mehr Würfel? Was? Aber die haben doch alle gleich ausgeschaut. Oder kommen die später nochmal? I have no idea. Okay, dann gehen wir wohl mal schnell daher und scannen andere von diesen Fischen. Klar, die haben ja unterschiedliche Farben, die hätten wir wohl scannen sollen. Ja. Gut, Ärger im Paradies wird dann das nächste sein, was wir mal machen, weil das so rumsuchen ist natürlich auch heftig. Vor allem, wir brauchen halt Alien-Legierungen noch. Den kennen wir. Okay. Sind das doch noch die gleichen oder nicht? Schildkrötenpanzer. Aha. Also kennen wir wohl den auch schon. Hm? Ich frage mich nur, gibt es hier genug Alien-Legierungen für alle Upgrade? Naja, muss es ja geben. Kann nicht sein, dass man sagen, nö, muss ich entscheiden, das oder das. Das wäre nicht so toll. Ah, das hätte man einfach nur werfen müssen. Hätte geholfen, das vorher zu wissen. Ne? Vor allem ganz am Anfang noch. Wenn, was war das, der zweite Part oder so? Der zweite oder dritte Part mit dieser dunklen Höhle. Aber egal. Egal. So. Das ist einfacher. Wie schauen wir denn hier aus? Hier noch irgendwo was? Höhere Scannerreichweite wäre cool. Boom! Boom! Hätte man so eigentlich dahin können? Ah, vielleicht. Vielleicht.
So, wir wollen die anderen Fischvögel-Dings scannen. Schau mal, das sollte doch... Da, okay, das ist genau der gleiche. Warte mal, wo waren dann die anderen? Ah ja, da unten ist ja auch noch... da unten ist ja, sind noch zwei Alien-Artefakte. Wobei er irgendwie immer nur das eine anzeigt und das hier so nicht. Ist da eigentlich noch was drin dann? Irgendwie habe ich das Gefühl gerade, das könnte ein Bug sein. Oh, oh, oh. Scan ihn. Der scannt ihn nicht. Lol. Ich weiß, muss mir mal die Videos anschauen, ob wir das Ding nicht schon offen hatten. Er zeigt da auch keine Legierung an drinnen. Ist das nur ein Bug, dass das Teil zu ist? Aber wir suchen uns dann so einen Trottel, irgendwie um das aufzumachen und dann geht's gar nicht, ne? Weil's schon offen war. Nice Geheimnis. Ja, aber wo? Mal hier irgendwo hinein. Oh ja, hier ist ein geheimer Eingang. Und was werden wir hier drinnen finden? Ist das Ding giftig hier? Oh ja, das ist es. Und Tomaten fallen runter. Nur noch zwei solcher Tafeln. Jawohl. Wieder was erledigt. Aber Alien-Legierungen wären gut. Boom. Einfach um diesen Scanner halt zu haben, der uns das halt anzeigt, wo der Rest von denen ist. Ne? Das wäre sehr praktisch, aber dafür brauchen wir halt Alien-Legierungen und da kommen wir nicht rein. Sollen wir da irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich werde auch das googeln müssen, vermute ich mal. Warum gibt es da eigentlich nichts zum Scannen? Waren wir eigentlich schon da oben? Wahrscheinlich, weil er zeigt jetzt nochmal so nichts an. Ja, da war nur Treibstoff. Das haben wir schon. Warum gibt es hier eigentlich keine Legende? Achso, das heißt du. Okay, da unten ist die Legende. Zumindest wenn man über sowas drüber geht. Das heißt, hier sind wir gerade. Ne? Das soll mal einer verstehen, aber der da oben ist trotzdem falsch. Und hier ist ja immer noch... Da müssen wir auch, da ist irgendwo noch ein Teleporter, den wir noch nicht gefunden haben. Da müssen wir definitiv nochmal hin. Wir haben hier definitiv noch ein bisschen was zu tun. Ist nur die Frage, wo ist dieser Teleporter? Wo soll der sein? Ist er das dort vielleicht? Könnte er sein? Ich meine... Ja sicher, da oben ist ja das Zeichen dafür, also der muss da sein. Das ist eine Frage, wie kommt man denn dorthin? Oder hinein? Ja, wie aktiviere ich den denn? Dort waren wir ja schon. Dann muss ich halt mal am Weg dorthin. Bzzz.
Aber cool, dass uns das nichts tut. Ja. Nahes Geheimnis, schon wieder. Da ist ein... Oh, da ist Treibstoff in der Nähe. Zweimal sogar. Einmal ist er da unter uns. Okay. Hä? Lol, okay, da ist noch weiter. Da ist auch eine Alien-Legierung unten. Ja, wie soll ich denn da hinkommen, Leute? Wie soll ich denn da hinein? Müssen wir uns da vom Rand stürzen? Ah, das ist offensichtlich nicht ganz das Richtige. Da unten waren wir schon mal, denke ich. Das ist natürlich der Nachteil bei so fliegenden Inseln. Du kannst dauernd irgendwo vielleicht am Rand eventuell hinunter. Boom! Bam! Entwurzeln wir sie halt auf die harte Tour. Bam! Hey, da oben waren noch Ressourcen. Irgendwie müssen wir da runterkommen. Wo ist der? Ah, da oben ist auch noch einer. Ach hey, oh, da müssen wir von dort drüben und von dort wieder hinauf. Okay. Okay. Gut, das werden wir dann aber. Weiter. Das schauen wir, ob wir da noch schnell hinkommen. Ansonsten müssen wir das Ganze im nächsten Part machen. Na easy. Da ist sogar ein Regenbogen herum. So, aber da unter uns ist halt auch noch Treibstoff, wo man irgendwie hin muss. Bam! Wow. Gut, Freunde, das war's aber für diesen Part. Wieder, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!